Die meisten Menschen ab Mitte 60 kennen das. Wenn die berufliche Laufbahn rentenbedingt ausgeklungen ist, dann sucht man sich neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder. Man arbeitet ehrenamtlich, kümmert sich vermehrt um das Wohl seiner Mitmenschen, engagiert sich gemeinsam mit Gleichgesinnten für eine gute Sache. Die knapp 70-jährige Protagonistin des folgenden Beitrages hat sich am schönen Zürichsee zur Ruhe gesetzt und jetzt mit zwei Nachbarinnen zusammen ein musikalisches Trio gegründet. Eine gewisse Tina Turner. Fast 70. Und mal wieder auf Abschiedstournee. Kann sie das überhaupt? Aufhören? Ja, sagt sie. Schluss mit Tina Turner, der Bühnenfigur. Was ihr bisher gesehen habt, das war einfach nur mein Job, ein ganzes Leben lang. Denn es gab immer mehr als die roten Lippen, die Mähne, meine Beine. Mein wirkliches Ich steckt dahinter. Anna May, mein richtiger Name. Tina, das war die andere, nur eine Rolle. Ihr wahres Wesen sollen wir jetzt kennenlernen. Eine Fahrt über den Zürichsee, ganz in der Nähe von Tinas Haus. Ein neues Projekt. Spirituell soll es sein. Naja, denken wir. Spirituell, das war sie doch schon in den 60ern mit ihrem Soul aus der Gospel-Tradition. Und da ist sie, die inzwischen 69-jährige Tina, gut aufgelegt. Wir können es kaum noch erwarten. Und dann, es ist nicht sie, die singt. Stattdessen Regula Curti, eine Musiktherapeutin mit christlicher Botschaft und ihre Mitarbeiterin aus Tibet, Buddhistin Dechen Shak Daksai. Beyond heißt dieses Projekt. Jenseits. Es soll den Geist öffnen und die Liebe fördern, erfahren wir. Und was ist nun mit Tina? Sie, die in der Nachbarschaft wohnt, wurde von den beiden ins Studio gebeten. Warum? Weil sie selbst seit Jahren Buddhistin die Chance für ihre Botschaft nutzt. Gebete des Dalai Lama, spricht sie. Was will Liebe? Liebe wächst, wenn du vertraust. Liebe heilt und erneuert, wenn du vertraust. Ich wollte schon immer am liebsten auf die Bühne und die Leute davon überzeugen. Davon, wie man leben sollte. Ich wollte ihnen helfen, aus ihrem Inneren herauszuleben. Und als mich dann Regula Curti gefragt hat, dachte ich, damit wäre ein Samen gelegt. Ich sollte die Tür öffnen und einfach anfangen. Und das hat allen die Tränen in die Augen getrieben. Ein bisschen kitschig finden wir das alles schon, diese transzendentale Inbrunst. Wieso eigentlich? Ich habe schon immer gewisse Formen von Spiritualität praktiziert, schon in der Kindheit. Und habe nie aufgehört, auch wenn das, was die Leute von mir auf der Bühne gesehen haben, so anders war. Tina Turner, ungeliebte Tochter eines Baumwollplantagenarbeiters, mit ihrem Mann machte sie eine Traumkarriere. Erst viel später kam raus, dass ihr Mann sie schlug und erniedrigte. Die Kraft, den Tyrannen zu verlassen, fand die getaufte Baptistin erst, als sie zum Buddhismus wechselte. Der Glaube hatte immer geholfen. Deshalb hat sie mitgemacht bei Beyond. Aber auch wenn die CD irgendwie, sagen wir, beruhigend wirkt, wollen wir den Glauben auch nicht verlieren. Den Glauben an ein weiteres Comeback der Tina Turner. Eines, bei dem sie bitte wieder singen.